Damit herzlich willkommen zurück. EDS2 Multiplayer im Stress. Ich bin Randy. Guten Glück, hallo. Ja, fahren wir jetzt Duisburg-Calais oder was fahren wir jetzt überhaupt? Ne, Duisburg-Calais kommen wir nicht ran vorbei. Ach ne, ja, wir fangen ja eher schon ab, Leute, ne? Richtig. Du willst dich schnell unterwegs, sehe ich gerade. Mal. Und vielleicht haben wir von dort was nach Brüssel, da fahren wir in der Regel Duisburg-Calais. Dass das wenigstens in der Season auch immer gefahren sind. Ich brauch's nicht. Es ist, also das ist, ja, aber ganz ehrlich, es ist wirklich jetzt angenehm. Ich bin jetzt zweimal gefahren. Da war jetzt bei dir, wo du gesagt hattest, hier und da und alles. Selbst wenn da ein Admin stande, da war bei dir mehr los wie auf der Strecke aktuell. Oh. Ja, das größte Chaos ist dann meist erst wirklich so 18, 19, 20 Uhr. Aber warum? Ja, weil da die meisten da sind. Ja, der Server ist ja voll. Ja, aber dann kommen scheinbar die ganzen Hardcore-Leute. Die sagen, also bevor ich jetzt ins Bett gehe, müssen wir nochmal dieses Brokkoli andehnen. Genau. Oh, da tut sich gerade einer einloggen. Ja, die haben ja glücklicherweise einen Ghost-Mode an. Ja, nützt bloß nicht viel. Weil wenn die noch im Ladebildschirm stecken und der Ghost-Mode blinkt oben schon, ja, sind dann aus dem Ghost-Mode meistens schon raus, dass der Ladebildschirm nicht mal vorbei. Das kann sein. Nützt doch dann also in dem Moment nichts, weil er kann ja nicht. Oh, hast du den LKW gesehen, der hier auf der Mügel steht? Ja. So, da geht's mal hier runter. Und dann haben wir ja noch 70 Kilometer. Da fahren wir ja noch eine Tour dann. Ach du Scheiße. Das kann was fahren. Alles in Ordnung. Ich fahr dann nach Kiel. Tja. Auf der Kreuzung? Ja, ich bin hinter dir. Ich hab gesagt, was macht ihr hier auf der Kreuzung? Ach so. Gut. Ich versteh's nicht. Guck dir das mal an. Ja. Du musst natürlich direkt da vorne reinfahren, dass sie da erstmal sich ausknoten. So. Erziehen müsste die. So einfach ist das. Erziehen, ja, mit reinfahren, das kann ich noch größer machen. Ich bin nicht reingefahren, bin weiter vorne und hab ja geblinkt wie so Weltmeister. Das sind dann solche, die dann, ja, geblinkt, bringt ja auch was. Weißt du, wenn dann vorne einer fährt, der sagt sich, nee, ich will das Hardcore nur intern, also nur im Fahrerhaus, so wie das im richtigen Demo ist, und dann sieht er da ein LKW und da hupt der und der, da kommt aus dem Stress gar nicht mehr raus. Da hängt sich schon gleich auf in der Karre. Ja gut, besser macht's so, anstatt wenn man es wirklich draußen macht, ne, aber. Da kannst du nicht einfach so, was weiß ich, die 2 drücken und dann guckst du von außen, passt's oder passt's nicht. Da hatte ich die Woche München-Gladbach, also am Freitag, im Ausladen. War's bei Astragon oder was? Nee, ich war Pilcher. Yeah! Ich hab dir gesagt, pass auf, Junge. Nee, scheiße, also. Ich bin mal kurz der. Ja, hast du 4 Euro, ich brauche einen Köln-Server. Ja. Nee. Ich fahre die ganzen 4 Euro. Kannst du wechseln? Ja, und. Da hatte ich auch da so eine komische Spedition. Speditionsgesellschaft MSG, ne, das Geld, da fahr ich mal durch. Ja, da, also wirklich auch, da fährst du so dann da drauf zu und es geht dann in die Stadt rein dort. Und wenn du dort bist, das habe ich angezeigt, da fahren sie geradeaus. Mhm. Da geht's irgendwie zum Neuberg. Okay. Ist das. Und ja, ich fahre da drauf zu und dann sagt er, ja, hier geradeaus gesperrt. Da haben sie einfach mal komplett so in der Mitte von der Stadt so die Brücke weggerissen. Okay. So. Und das war so eine komische Spur, da ging es wie geradeaus, da haben die einfach mal dort so ein Stoppschild erstmal hingesetzt. Und dann auf der Spur auch so ein Poller. So rechts neben mir. Und ich habe dann gemerkt, scheiße, hier kann ich nicht weiter, ich muss rechts rüber. Wollte ich rechts rüber, da habe ich gerade noch so im Rampenspiel gesehen, dass dort ein dieser Poller stand. Der ist uns voll weggerobt, da hätte wahrscheinlich den ganzen Tank aufgerissen. Ei. Ja, da bin ich dann dort ein. Ja, relativ wunsch. Also ja, doch war schon spektakulär drauf, gerade Ausspur, dann doch rechts rum und dann ging es irgendwo durch so einen leichten Park. Und da bin ich dann rechts abgebogen, da war aber auch schon. Ja, sich rot, mein Freund.
Da war dann auch schon abgesperrt. Da kam der Bus dann noch. Ja, da war es ein bisschen ganz eng und ja, irgendwann war ich dann mitten in der Stadt, aber halt quasi angekommen, weil da, wo die ist, dann gesperrt war. Ja. Vorher stand da ein Schild. Aber ich dachte halt, bei so viel bis dann ziehst du noch einen Kilometer. Ja. Das ist vielleicht erst danach gesperrt. So, na, das war mir nicht der Fall. Muss ich dann noch 3 oder 4 Kilometer Umweg fahren. Eieiei. Ja. Und ich hatte schon so Zeit, wo, also der Freitag, das war nochmal. Ja, das ist mir nochmal richtig gegeben. Wirklich 700 Kilometer und wieder eine 15er Schicht. Mhm. Ich hatte letzte Woche 4 15er Schichten. Das Maximum, oder? Nee, 3 sind Maximum. Sogar eins zu viel? Ja, ja. Wahnsinn. Ja, weil durch den scheiß Feiertag. Ach ja, weil das hier unbedingt rausarbeiten müsste. Ja, ja. Also man kann wirklich sagen, das lohnt sich schon nicht. Der Chef wollte, dass wir da meistens heimkommen oder so. Also wir kriegen keine Sondergenehmigung mehr, weil das letzte Mal da einiges schief ging. Ja, aber Hauptsache du kommst da heim. Ja, und dann bist du quasi am Donnerstag war der Feiertag. Und am Mittwochabend bin ich um 8 nach Hause gekommen. Hm. Und ich bin Donnerstagabend 8:30 hier zu Hause schon wieder losgefahren. Also es hat sich richtig gelohnt. Ja. Weil ich musste drüben in der Firma, so mein LKW stand in Hof. Bin ich in der Firma, bin mit dem Betriebs-PKW losgefahren, habe ja noch eine Stunde bis nach Hof gebraucht, musste aber um 10 losfahren, weil ich musste früh irgendwann in Würselen sein. Hm. So gegen um 6 oder um 7. Würselen, ne? Hm. Wer es vielleicht kennt. Hast du Kassel? Weil dann würde ich fix nach Kassel machen. Das ist belgische Grenze. Ja. Bis dahin musste ich ja nächsten Früh dann schon sein, deswegen musste abends bei Zeiten losfahren. Wen ging's denn noch das Dings? Kassel? Kassel hab ich schon. Ja, dann nimm sie Kassel. Da muss ich jetzt zwar mal erst 30 Kilometer nach Duisburg rüber, da hab ich eine Industriedrunde. Ich bin hier. Das ist Schwerlaster halt. Ja. Das sind dann so 200 Kilometer, das müssten wir schaffen. Aber leider nur extern. Alter, wie das sich jedes Mal hier wegschaltet und abschaltet wegen der Begrenzung. Ja, wenn du Automatik hast, der versucht dann ja immer hochzuschalten und der knallt dann immer einen Gang hoch, einen Gang runter, einen Gang hoch, weil das genau an der Grenze ist, wo der schaltet. Ach, du schaltest gar nicht selber? Aktuell nicht, ne. Ich muss sagen, das Problem habe ich nicht. Wenn der 80 hat, dann ist er bei mir unter 12 und das war's. Das ist richtig. Ist der Vorteil vom selber schalten? Nee, das schaltet ja nicht direkt selber. Ich habe ja diese lärmfähige Automatik. Habe ich auch. Ja, ich glaube, dafür ist er aber. Nee, obwohl, ganz ehrlich, über, keine Ahnung, 12.000 Kilometer jetzt schon drauf, das müsste er eigentlich bis dahin mal gerafft haben, ne? Wie man fährt. Ja, eigentlich, also. Vielleicht mal ein anderes Getriebe kaufen. Es ist ja nicht so gemacht, die haben einfach die Begrenzung reingeklatscht. Die haben ja nicht das nach Fahrzeugen angepasst oder so. Na, ist richtig. So, ich fahr Sattelauflieger dort hin. Wir müssen bei Duisburg laden, LKW oder was? Ich sehe es noch nicht. Ja, egal wie. Ja. 53 Mann, Alter, die Stadt ist ja fast leer. Da los. Das sind nur 11.
Also ich glaube wirklich, dass viele Menü nicht mal annähernd nutzen. Also dieses Aufbrachangebot im Menü. Und dass die einfach nur bis zu ihrem Standpunkt fahren. Und dann fahren die auf den Punkt hier bei den Firmen. Und dann suchen die sich dort eine neue Ladung raus. Weil die stehen manchmal stundenlang da drauf und wahrscheinlich zu wählen. Ja, ach nö, da war ich schon mal. Da war mir Rekordtaxe zu teuer. Also ja, es gibt Philly, hat das. Da gibt's irgendwie, da kannst du speziell irgendwie mit einem externen Programm, also mit einem Tool, was erlaubt ist, kannst du zum Beispiel deine Aufträge irgendwie so einstellen. Also oder so irgendwie einstellen, dass du speziell sagen kannst, okay, ich will im Auftragsmenü nur, also das und das und das und das, dass man das und das und das nacheinander fahren kann. Ja, da hat er jetzt auch so ein neues für die Spedition, ne? Da hat gesagt, da musst du eigentlich nichts machen. Musst du nur nebenbei aufhaben, das zeichnet alles auf. Ja, das ist natürlich praktisch. Naja, das muss so das neueste Ding sein. Also nicht mehr mit hier so Screenshots machen, ja, ganzen Käse, das hast du irgendwie nicht mehr. War doch für dich wieder eine Gelegenheit, wieder mal eine Spedition aufzumachen. Ja, eigentlich ja. So ist es ja nicht. Das war ja nicht unerfolgreich damals. Dann kannst du hier ja, das war damals. Mit deiner Gang rausfahren. Das sind die coolsten. Wir fahren Gummireifen. Ja, das ist ja beispielsweise, wenn ich ETS streame. Ne? Das ist ja immer so ein Ding, ne? Die Leute fragen, ja, dürfen sie mitfahren? Und ich sag da ja immer schon standardgemäß mein Standardspruch, ne, dass ich mich absichere. Ich darf dich nicht offiziell einladen, ich darf dich aber auch nicht offiziell davon abhalten. Doch einfach immer für jeden Samstag einen Konvoi anmelden und fertig ist der Lack. Ob dann am Ende was stattfindet, ist doch egal. Ja, das Problem ist, die wollen wissen, ja, wie viele Leute kommen denn. Ja, sagst du 400, Mann. Ja, dann sagen die, alles klar, Live-Server, verpiss dich, hast einen Extra-Server dafür. Brauche ich aber auch nicht. Also es ist ein abgesperrter Server, wo dann gar nichts los ist, außer der Konvoi halt. Macht nämlich auch keinen Spaß, meines Erachtens nach. Ja. Kannst ja auch einfach, wenn du mit mehreren Leuten das machst. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du kannst einfach zwei Führer bestimmen. Und klingt ein bisschen komisch, ja? Ja, deswegen. Wie Auftragsleiter. Genauso beschissen, aber. Die dann quasi jeder einen Konvoi hat. Und die sich dann halt irgendwo erstmal treffen in der Mitte von Deutschland und dann machst du halt so eine Route, dass die alle aneinander vorbei müssen mal. Das wäre halt cool. Ich glaube, das würden die Leute auch feiern. Ist, dass man sich dann irgendwo trifft, mal so einen riesen Parkplatz jetzt hier. Also wenn die jetzt auf so einem externen Doppelspitz. Der Typ steht immer noch am Hand hier, ne? Ja, Pilze sammeln halt, ne? Wahrscheinlich, ich habe die gute kleine Öfen lassen. Und ja, dass sie sich da alle treffen, irgendwo bei einer Landesgrenze, wo diese großen Parkplätze sind. Ja. Dass sie sich da alle eh mal treffen, halt. Dann machst du so, was weiß ich, eine Stunde Pause. Dann kannst du rumgehen, bei LKWs angucken. Und dann fahren die halt alle wieder los. Wie ist erstmal das Chaos? Das Chaos war richtig krass. Erstmal, bis sie sich alle hingestellt haben. Schön aufgereiht, ordentlich eingeparkt. Ne? Das wird ja auch eine gewisse Herausforderung sein für die Leute. Dann, ja, das sowas könntest du zum Beispiel mal machen. Ich sehe gerade, mein Spiegel rechts ist weg. Oh, Junge. Oh. Alter. Wird rechts runter, links in welche gefahren. In dem Moment hat sie den letzten von der linken Kolonne komplett zurückgesetzt. Voll rechts eingeschlagen. Jetzt stand aber rechts auf der Abbiegerspur schon einer drauf. Wieder links komplett. Also wirklich wie Pilonen fahren. Links, rechts. Oder wir waren Spiegel. Spiegel waren. Was war's, Navi? F2. Ah ja, hab ich gerade. Wenn du die Spiegel nicht einstecken kannst ohne Rahmen. War schöner. Ja, der hat gut gefreut. Dennis Stück noch kippt um. Weiß ich, hätte ich tanken müssen. Ah ja. Gut bemerkt, ob das Wort hätte. Ja, wenn wir jetzt bis auf 150 km/h kommen, können wir bis reinrollen. Nur 80 km. Also bis Kassel, ich weiß nicht, wo sind Sie denn?
Ne, auch unterwegs zu Kassel, ich habe aber noch 177. Ich bin Landstraße aber. Ja, ich auch. So. Naja, aber ich kann halt 99 fahren. So. Externe. Ja, lass den Spaß rollen. Boah, guck mal, das ist auch ein schönes Zeichen. Das ist direkt hier Steinbruchzeichen. Da ist ein Bett. Und da ist so eine, wie eine Planierraube. Abgebildet an einem Steinbruch. Was für Zeichen, was kannst du da machen? Ja, Aufträge halt. Und du kannst ja in den Steinbruch, hast du Rastplätze unten. Ja, aber was ist die Planierraube? Ja, für Steinbruch würde ich mal fast behaupten, oder? So ganz simpel. Passt zwar eigentlich. Ja, passt zwar nicht, aber. Ja, STS. Hm? Tschechen halt, vielleicht kennst du das schon anders, ich weiß es doch nicht. Würde einfach mal reinfahren wollen, aber na, ist schon. Es steht ja auch da, Steinbruch, und es ist dieses normale Steinbruchzeichen. Ja, für diese Firma da. Aber dass da unten jetzt hier so das Ding ist, weil das kann ja auch keine Abladestelle sein, weil du hast ja manchmal so auf der Mitte ein paar Ladestellen, Abladestellen, dann manchmal ganz unten. Ist ja eh immer anders da. Ost, West, Franz. E25. Wahrscheinlich ist der Lenkrad, hä? Ja, ja. E25 war Lenkrad. Och, Logitech. Also, das ist, das hatte Tino eine ganze Weile. Das G25. G5. In das Driving Wars GT. Da kenn ich G25. Bin ich jetzt kennt. Ja. Ja, G27, G29. Ja, aber was ist G25? Gibt's auch. Das war dann im Vergleich damals zum G26 noch billig. Okay, was ist denn G26? Nee, ist G27, G26 gab's nicht. Ja, wollte ich schon sagen. Sicher, dass es G-Headset ist? Da bin ich mir sehr sicher, also es gibt's wirklich. Logitech G29, das ist Lenkrad. G35 ist ein Headset. Ist ein Headset, das ist richtig. Ne, G25 ist auch ein Lenkrad. Das war halt aber die Lippe und eine Steuerknippe, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Logitech muss ich nicht verstehen, das ist so. Wie die das machen, weil die ja wenigstens einen Buchstaben für jede Kategorie haben können. Ja, wie L, zum Beispiel für Lenkräder, H ja, für Headset. Aber sowas wie G, so, da gibt's ja Headset, da gibt's Lenkräder, da gibt's G, sind die Mäuse. Ja, G ist halt die Gaming. Ja. Abteilung. Das musst du in der Schweiz halt, ne? Musst du nicht verstehen, die Leute. Ach, diese Doppeldeutigkeit. Ja, deswegen, ich hab mir so vorgenommen, ich guck jetzt noch was vom Locat. Weil die in Deutschland ansässig sind. Da kann ich mal fix anrufen. Die verstehen mich auch. Ja, ja. Wenn du Schweiz anrufst. Geht sie mit der Wand? Was haben sie für Probleme? Mit den Buchstaben G. Aber was haben sie da? Was ist denn G35, G25? Ich komme nicht mehr zurecht. Moment, ich schicke den Katalog vorbei. Ja. Kann es vielleicht auch ein bisschen Schokolade sein? Also ich finde die Dialekte, die da unten haben, eigentlich sehr interessant. Muss man ja trotzdem lassen. Ja. Ist halt was sehr eigenes, ne? Mein, ja, klar, Leute. Die Schwaben auch. Schwaben ist auch was voll eigenes. Ja, also die Österreicher, da kannst du, außer wenn sie jetzt nicht komplett eskalieren. Ja, das wär's halt mehr bayerisch. Ja, genau, das hast du dann halt mehr im Dingsraum. Aber Schweiz ist halt wirklich was sehr eigenes. Ja. Holländisch, also. Ja, aber bei Holländisch merkst du halt auch noch, da steckt schon noch ein Hauch Deutsch mit drin. Ja, ja. Obwohl da viele mit einem gewissen Akzent sprechen, wo du sagst, boah, das ist ja absolutes Kauderwelsch, und hier mal in der Schule. Das war, boah, jetzt erschrocken. Jetzt hat selbst der Controller auf dem Teppich, habe ich jetzt gehört. Da ist mir ganz kurz gegen die Lampe geprallt. War irgendwie ein bisschen zu weit rechts. Boah, ich dachte eigentlich, dass das gepasst hat. Ich habe mich schon drauf konzentriert, weil 20 Meter weiter musste ich links. Die Ableitestelle. Also. Müssen Sie denn abladen? Ich muss abladen, ja. Ja, wo? Bei Great Orcs. Oh, ich auch.
aber ich hab noch. Oh, das wird's auch leid, Blanke. 57 Kilometer. 57? Jo, 55. Nichts los hier. Naja, hier, also hier sind, stehen vier Mann drin. Achso, ne, aber hier auf der Landstraße, oder jetzt kommt hier oben einer entgegen, Wahnsinn. Mit einem pinken LKW, Junge. Ein Pilotfahrzeug mit einem Anhänger. Mhm. Mit einem Wohnanhänger. Hinstellen? 2% Schaden dadurch bekommen, okay. Ja gut, ich hatte Liftachse oben, ich kann nichts dafür. Jetzt ist der Tanko bald leer. Muss ich mal gucken, hab ich in Kassel überhaupt das... Da die Garage? Natürlich nicht. Schön, sind wir mittlerweile schon zwei LKWs entgegengekommen, die gleiche Ladung haben wie ich und die haben sich genauso gefreut. Kaufe ich mal fix das Gebäude zum Zurücksetzen. So, da kommt Kassel. Moin, auf jeden Fall. Aufgerüstet. So, weil ich habe keinen Sprit mehr. Ist nur die Tanke kaufen. So, och Alter, was ist denn hier schon wieder los? 96 Cent. Ist ja fast geschenkt. Ich hab schon mal erzählt, wie ein Spritpreis. Stimmt, aber das könntest du jetzt noch fix tun. Ach, da hört doch jeder Marzi zum Schluss. Kann ich noch nächsten erzählen. Stimmt auch wieder. Wenn wir es wenn wir's bis dahin nicht vergessen. Ja, oh, genau, das ist das nächste Problem. So, bevor ich noch Werkstatt, dann habe ich so wieder komplett vorbereitet für die nächste Season. So, jetzt rum mit dir, jetzt rum. Du Verlang. Ah, oh, von wegen ist nichts los, ne? Nee, nee, einfach nur ein Verlang, der hupt. Da überlegen sie ja schon, ob sie Autokick einführen, wenn du Hornspam machst. Ich war dafür. Ja, zu ja. Empfehlen. Sie haben es vor zum Sender. Alles klar. War schon mal vorab, das soll ich mich nicht vergessen. Ich hatte auch geholt, obwohl ich nicht auf der Hauptstrecke Duisburg Calais unterwegs war. Und oh, schauen wir mal, wie es weitergeht. In dem Sinne, einen schönen Sonntag. Bis Montag. Tschüss. Bye.